Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Let's Play Minecraft. Und zwar unser kleines Projekt, hier lädt wieder alles nach. Das ist schön. Ja, und zwar seht ihr das sicherlich schon, hier hat sich so ein bisschen was getan. Moment. Irgendwie beginnt jede Folge damit, dass ich irgendein Programm im Hintergrund schließe. Das nennt man professionell, wenn ich bitten darf. Ja, beende den direkt. Okay, auf jeden Fall, ich habe gestern nochmal mit dem Owner geredet. Ja. Und hab dann hier diese kleine Weide ausgebaut. Baut. Und kleines Ding am Rande. Ich habe gestern diese ganzen Pferdchen, Tierchen-Dinger noch gekriegt. Und hatte so einen ganzen anderen Scheiß. Oh, hier ist ein Dings. Und ich will jetzt noch nicht so auf die Pferde gucken, weil das ist so eine Überraschung. Aber ihr habt das eh sicherlich schon gesehen. Egal. Auf jeden Fall ist diese Aufnahme leider weg. Irgendwie, weil ich zu doof war, die Zähne auszuwählen. Deshalb haben wir mein Gesabbel, aber Schwarzbild. Ja, ich war gestern im Nether. Bin gute 10-mal gestorben. Für 5 Glowstone oder so. Und wir haben unsere Tierchen wieder. Der Typ wurde gewarnt, aber das habe ich ja letztens schon erzählt. Und wir haben Pferdchen. Und zwar ein Stütchen. Wilhelm, Ina, weil muss weiblich. Und einmal wieder Alois. Alois, Alois. Und diese beiden Kackbratzen haben schon ein Baby-Pferd-Ding. Was gerade von einem Kuh begattet wird. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Stimmt nicht. Ah! Geh raus da! Bist du bescheuert? Ja gut, friss. Ja, wir haben ja schon wieder Tierchen und wir haben beinahe das erste Fohlen von denen gekriegt, aber das ist ja egal. Und ja, wir haben jetzt ja auch einiges wieder angepflanzt, bla 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 bla, das interessiert hier eh keinen. Ja, hier ist immer auch diese Schleichwerbung und so und hier und hier. Ja. Und wir haben gestern den einen auch mal so genervt, dass er uns endlich mal ein Nether-Portal gebaut hat, nur für mich, weil ist halt so und ich bin hier voll famous und nein. Also, ich habe ihn halt gefragt und dann meinte er, Heuerluich hat seinen Portal abgebaut. Und dann hat er für mich eins gemacht, weil ich in den Nether wollte und Sachen holen wollte. Und ich kann das ja mal zeigen. Warum mache ich eigentlich nicht Slash Spawn? Und da oben ist ein komisches Gebäude mit coolen Sachen drin. Da gehe ich auch gleich mal kicken. Gibt es ja auch eigentlich noch Name-Tags oder so, was wir hier verdrehen, wegdrehen, andrehen? Und jo. Kann ich auch mal gleich gucken. Da. Da ist jetzt das Gebäude mit Nether und jo. Haben wir uns zu verschreiben und ne? Portalraum. Provisorisch. Das ist schön. Egal. Egal. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das, wozu wir bestimmt sind. Sterben. Ne. Also wir werden nicht sterben. Wir werden uns Mühe geben. Wir werden erstmal jetzt gucken. Saddle, almost done, brauchen wir nicht. Ich brauche Name Tag. Für mein kleines Puschelbu. Baked, Melon, Cooked, Mutant, Apple, Chicked, Rebel, Carrot, gibt's nicht. Super. Nom 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 nom. So, ist genug gegessen. Müssen wir einen Apfel kriegen. Damit könnten wir auch endlich mal unser. Ich mach jetzt einfach mal so. Nein, ich sehe schon wieder meine Tastatur nicht. Das ist ein Prozentzeichen, das ist schon mal gut. Ja, wir sind ganz nah dran, ich merke das schon. Da habe ich es. Home. Him. Home. Dann willst du mich verarschen. Ich sollte vielleicht einfach mal hingucken, was ich schreibe. Aber das wäre ja für Luschen. So, jetzt. Nicht abschicken, jetzt. So, wir sind wieder da. Und ja, da waren wir schon. Was wollte ich denn jetzt machen? Achso, das Pferd mit Äpfeln messen. Yay! Ich weiß auch gar nicht, was ich mit den ganzen Tieren soll. Irgendwann werde ich dich schlachten. Außer die Pferde, die sind süß. Wo ist jetzt das olle Pferd hin? Tot oder was? Das wäre richtig mies. Ist das jetzt tot? Das olle Pferd? Hallo? Wenn nicht, paare ich euch beide einfach nochmal. Was ist denn jetzt das Fohlen hin? Hallo? Na, ich glaube, das ist tot. So, eine Eingebung. Weißt du? Ja gut, dann, ne? Und so. Habe ja nichts Besseres zu tun. So. Dann bräuchten wir ein paar Karottchen. Zwei hier. Ist das eigentlich alles voll? Ja, eigentlich schon. Müsste ja. Müsste. So, und dann nochmal. Dann sieht's wie Karotten drin.
Und jetzt gehen wir unsere Pferde paaren. Yay, yay, yay. Flupp, flupp. Weg, weg. Hallo, Alois. Habt euch lieb. Hallo, Wilhelm. Ina. Wilhelm, Ina. Paart euch jetzt. Oh, ich will ein schwarzes, ich will ein schwarzes. Oh, Mann. Jetzt sehr glücklich. Achso, ich muss dich erstmal noch ziehen. Ja, weißt doch wirklich mehr. Mein süßes kleines Fettchen. Hallo. Oh, jetzt kann ich schon wieder nicht raufgehen. Egal. Interessant. Ich messe den jetzt einfach nur mit den restlichen Äpfeln. Jetzt darf ich mich raus. Hallo. Ich weiß nicht, wie ich das nenne. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie wir dieses hässliche Kackbiest nennen können. Was uns jetzt liebt und was genauso aussieht wie Alois. Super. Was werden wir denn so benennen? Je nachdem, was in den Kommentaren steht. Falls überhaupt irgendwas steht. Und das werden wir, sobald ich dann irgendwie mal ein Namensschild habe. Ist das eigentlich schon wieder so laut oder kommt mir das nur so vor? Ja gut, siehst du? Kommt mir also nicht nur so vor. Wir könnten ja mal langsam mal anfangen mit unserem Haus hier irgendwie bauen und so. Ich würde sagen, dazu reißen wir einfach alles ab. Hallo, ich bin freundlich. Ich meine, wir lassen ja alles stehen, eine wunderschöne Umgebung für Familien mit Kindern. Ich habe keine Kinder, also es ist mir egal. Das ist richtig alles geil. Weg mit dem Scheiß. Brauch eh keine Sau. Wir gehen immer weiter in die Richtung von unserem Nachbarn. Der braucht eh keine Bäume. Scheiß drauf. So viel zum Thema. Hier sind keine Zombies mehr und so. Machen das noch weg. Wir können die dem ja einfach dann wieder hinpflanzen, falls er wirklich welche will. Na komm, dann sind wir mal so nett. Plopp. Schön Bäume hinpflanzen. War hier nicht auch mal eine Farm oder so? Flup, flup. Flup, flup. So. Schon wollte der hier hinten noch so drauf bauen oder so. Jetzt bauen wir das hier alles mit so Bäumchen zu. Ach, schön. What is love? Baby, don't hurt me. Oh, noch mehr Äpfel. Hi, ich meine, hi. Wir werden sterben. Nee, doch nicht. Wir könnten das sogar überleben. Oh, wir haben es überlebt. Überlebt haben wir es. Überlebt haben wir es. So, wie mache ich denn das jetzt hier am besten? Oh, ich habe so wenig Platz hier, ey. Oh, mir fällt gerade auf, da ich gestorben bin, habe ich auch keine Level mehr. Ich wollte gerade sagen, ich habe so viele Level. Ich könnte hier alle auf 30 verschanden. Das ist auch so ein geiles Wort. Verschanden. Ah, das dauert. Ich glaube, diese Folge wird nur darüber gehen, wie ich hier Erde abbaue. Oder ich heb mir das auf, bis ich so eine richtig geil verzauberte Spitzhacke habe. Wir könnten auch erstmal. Das machen wir jetzt auch mal. Wir holen uns jetzt Lava und Obsidian. Was brauchen wir noch dafür? Ach, keine Ahnung. Erstmal brauchen wir das. Dann brauchen wir noch was zu essen. Und dann ein paar Eimerchen. Das wäre schon mal ganz praktisch. Den einen befüllen wir mit Wasser. Dass wir genug Wasser haben da in und so, ne? Höhle. Und jetzt wollte ich mir noch eine Spitzhacke machen, dass ich diesen ollen Obsidian auch abbauen kann. Also wir haben ja eigentlich alles, was man dafür braucht für einen Zaubertisch. Also wieso nicht, ne? Mann. Farb. Farmwelt. Aha, wer ist der Meister? Nicht, okay. Hier ist doch ein Pott. Ich bin auch ganz schön doof. Entschuldigung, Mompe. Na gut. So. Wir brauchen eine Höhle. Wenn es geht, eine tiefe, bitte. Das hört sich falsch an. Wir brauchen eine tiefe Höhle. Raus. Tut mir irgendwie jetzt voll leid. Wir können auch einfach selber irgendwie so Dings dann holen. Also wir holen uns jetzt einfach Laber. Laber mit der Laber, Laber. Was ist bald? Funktioniert irgendwie nicht, wa? Mir wird nur schwindelig, also teleportieren tut mir nicht. Egal. Dann machen wir es. Old but gold. Essen was. So. Jetzt gehen wir uns eine Höhle suchen. Hier sind, es ist so.
Flachdings, wie nennt man das? Flat? Flat? Irgendwas mit Biome, so eine komische Grasbiome. Was sind denn hier so viele Biester? Schafe zum Beispiel. Oh, Schafe sind so hässliche Viecher. Nee, Spaß. Ich mag Schafe. Schafe sind cooler als Tiere. Tiere. So. Cooler als Kühe. Zumindest in echt. Kühe machen mir Angst. Die sind gruselig. Ach Gott. Warum bin ich eigentlich in der letzten Folge so weit gelaufen und hab Birken gesucht? Das weiß ich nicht mehr. Ich bin halt dumm im Kopf. Wir gehen jetzt gleich 10.000 Meter runter. Wenn wir hier nicht durchkommen, boxen wir uns durch. Mann, gibt's das denn? Ich grab mich jetzt einfach runter. So, F3. Niem, 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 niem. Was ist denn das? Oh, Kohle! Brauchen wir ja auch, also, auf zu heulen. Wir sind jetzt gerade auf 46, würde ich sagen. Graben wir uns auf 10, 15 irgendwie so runter. Um dann Lava zu suchen. Mr. Lava, Lava. Okay, reicht jetzt. So ein Lavasee, dann schütten wir da ein bisschen Wasser rüber und dann hat sich die Sache, ne? Dann sind wir glücklich und dann können wir sterben und dann, was wir hier machen werden. Mich wenigstens, wenn wir Lava gefunden haben. Flop. Ja, es dauert. Kohle ist so scheiße langweilig. Genau wie ich. Yay. Ja, das dauert. Ist jetzt fertig? Nein. Gut, jetzt ist fertig. So, dann bauen wir uns hier runter. So, altbewährte Technik. Auch schon wieder so ein hässliches Steingedöns. Ich höre schon wieder irgendwelche Zombies. 38. Oh! Ups! Eisen! Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ist der jetzt da? Ich hätte mir was zum Angreifen mitnehmen sollen. Ich an! Bumm. Hallo! Ich bin friedlich. Also eigentlich wollte ich hier Frieden mit euch schließen, aber na, weißt du, es ist halt... Oh, Entschuldigung. Hab ich dich verletzt? Deine Gefühle oder körperlich? Hier ist Gold. Oh, ich höre ein Skelett. Ist ja eklig. Da ist Lava. Ratet, wer Lava gefunden hat. Genau, ich. Scheint, als wäre hier ein dummes Skelett gewesen. Na, oh Gott. Oh Gott. Schonet mich. Ich meinte es nicht so. Doch, eigentlich meinte ich es schon so. Genau so, wie ich es gesagt habe, meinte ich es. Oh Gott. Oh, ist ja relativ hell hier drin, oder?